أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس القرآن Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sehr geehrte Zuschauer. Herzlich willkommen zum heutigen Dars al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khalaqallahu as-samawati wal-arda bil-haq. Inna fi zalika la'ayatan lil-mu'minin. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Allah Ta'ala erschuf die Himmel und die Erde in Weisheit. Hierin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. Verlies, was dir von dem Buche offenbart wurde, und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet hält ab von Schädlichkeiten und Unrecht. Und an Allah denken ist gewiss die höchste Tugend. Und Allah weiß, was ihr tut. Der Heilige Koran hat an verschiedenen Stellen die Bedeutung von Anbetung und des Gebets betont. Die Einhaltung des Gebets ist eine grundlegende Säule des Islams und für alle Muslime obligatorisch. Oft finden es manche Menschen schwierig oder haben Schwierigkeiten, während des Gebets Fokus und Konzentration aufrechtzuerhalten. Allah Ta'ala benutzt das Wort im Heiligen Koran Iqamat al-Salat, das heißt, das Gebet aufrecht zu erhalten, das so viel heißt wie das Gebet immer wieder fällt und die Aufgabe des Gläubigen besteht darin, es stets wieder aufzustellen. Und über die Konzentration im Gebet sagte Hazrat Muslim Maudud Rasulullah Lanhu, dass wir das Beispiel der Leistungssportler oder Bodybuilder sehen, dass die Arme oder Beine durch Bewegungen oder durch Übungen stärker und muskulöser werden. Aber insbesondere, wenn sie zusätzlich den Glauben und eine Überzeugung hinzufügen, dass der Körper davon profitieren wird und es noch intensiver beeinflusst wird. Es gibt viele Regeln im Islam, die zur Aufrechterhaltung der Konzentration im Gebet verhelfen können. Und Hazrat Muslim Maud Rasulullah Lanhu sagte, dass zum Beispiel das Ausführen von Wuzu ist ein Mittel, die Allah Ta'ala geschaffen hat, um die Kette verschiedener Gedanken zu unterbrechen. Also die Waschung zu vollziehen mit der festen Beschlossenheit, dass wir damit alle zerstreuten Gedanken verbannen wollen. Ein weiteres Mittel, um Konzentration im Gebet zu erreichen, besteht darin, Gemeinschaftsgebete in der Moschee zu verrichten. Dann sich der Kaaba, also dem ersten Haus Gottes in Mekka, zuzuwenden, hilft auch dabei, Konzentration zu erreichen. Das ist die Stadt, wo Hazrat Ibrahim a.s. in Gehorsamkeit gegenüber Allah Ta'ala seine Frau und sein Kind ohne Versorgung und Schutz zurückließ. Viele Propheten wurden von seinen Nachkommen geboren. Schließlich wurde auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von seinen Nachkommen geboren, der die Aufgabe hatte, die gesamte Menschheit zu reformieren. Jemand, der seine Richtung zu Mekka wendet, wird durch die Opfer von Hazrat Ibrahim al-Assad-Islam und Hazrat Ismail al-Assad-Islam inspiriert. Er wird an die großartige Ehre und Majestät Gottes erinnert werden. Dann das Rufen von Azan, also den Gebetsruf, hilft auch bei der Konzentration. Die Sätze mit der Übersetzung verhelfen uns, die Konzentration beizubehalten.
dann die Atmosphäre, wo man betet und Kleidung, die man trägt und die Ordnung in den Gebetsreihen schafft auch gedankliche Ordnung. Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, haltet eure Reihen gerade, damit eure Herzen demütig bleiben. Ein weiteres Mittel zur Konzentrationsförderung ist die Formulierung der Niyya, also der Absicht. Denn wenn Sie Ihrem Geist etwas vorschreiben, wird dieser sich auch darum bemühen. Niyyat bedeutet nicht, dass Sie den Namen eines Imams nennen oder die Anzahl der Rakats nennen oder die Richtung der Kaaba nennen müssen, sondern Hazrat Muslim oder Silatalan Hu sagte, wenn Sie sich zum Gebet hinstellen, denken Sie ganz bewusst an das Gebet. Denken Sie daran, was Sie zu tun gedenken. Sobald Sie das verstanden haben, werden Sie damit anfangen, Demut zu entwickeln und sich zu konzentrieren. Der Islam hat für das Gebet nicht nur eine Körperhaltung festgelegt, sondern verschiedene Körperhaltungen. Wenn die Gedanken eines Betenden sich zerstreuen, so wird er durch den Vollzug der Ruku und Sajda an seinen Zustand erinnert. Des Weiteren machen ihn auch die Bewegungen wachsamer. Dann das Verrichten von Sunna-Gebeten vor und nach dem obligatorischen Gebeten hilft auch, die Konzentration zu erreichen. Wenn Sie sich nicht konzentrieren können, sprechen Sie die Wörter langsamer und wiederholen Sie den Prozess. Dann sagt das Muslim Maud Rasulullah anhu, das ist eine Methode, die der heilige Prophet Musa Sallam und seine Gefährten angewendet haben. Einige Versen des heiligen Koran fördern besonders die Demut in den Menschen und Hazrat Muslim Maud Rasulullah anhu sagte, dass man diese Wörter immer wieder wiederholen soll. Wenn zum Beispiel Surat al-Fatiha rezitiert wird, wiederholen Sie die folgende Verse Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah Ta'ala, dich allein beten wir an und dich allein flehen wir um Hilfe. Dann gibt es eine weitere Methode, die von den Sufis angewendet wird. Darüber heißt es über Hazrat Junaid aus Bagdad. Er war ein heiliger Mann von großem Ansehen. Einer seiner Anhänger war Shibli, ein aufrichtiger und rechtschaffener Mann. Shibli war früher Gouverneur einer Provinz. Einmal, als er am Hofe des Königs anwesend war, erhielt ein Fürst als eine Auszeichnung einen königlichen Mantel. Der Fürst litt unter Erkältung. So geschah es, dass seine Nase genau zu der Zeitpunkt, als er von dem König stand, zu fließen begann. Der Fürst hatte kein Handtuch dabei. Als er dachte, der König schaue nicht hin, wischte sich der Fürst mit dem königlichen Gewand die Nase ab. Der König bemerkte es und wurde sehr wütend und bestrafte den Fürst. Shibli, der dabei war, war von seinem Vorfall so schockiert, dass er bewusstlos wurde. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, trat er vor dem Gouverneursamt zurück und als er gefragt wurde, sagte Shibli zu dem König, du hast einem Fürst ein Kleid gegeben und bist so wütend geworden, als er es entehrt hat. Ich habe so viele Segnungen von Gott erhalten. Wie groß wird seine Strafe sein, wenn ich ihm nicht dankbar bin? Dann ging er zu Hazrat Junaid und bat ihm, als Schüler aufgenommen zu werden. Und Hazrat Junaid sagte, ich kann dich nicht als Schüler annehmen. Du warst Gouverneur und in dieser Eigenschaft warst du grausam zu vielen Menschen. Junaid riet ihm, zu jedem Haus in seiner Gegend zu gehen, um sich zu entschuldigen und eine Entschädigung für das von ihm vergangene Unrecht anzubieten. Er tat es dementsprechend. Die Berichte aus Shiblis Leben berichten, dass er sich immer dann, wenn er für das Gebet stand und wenn er Nachlässigkeit, Müdigkeit oder ablenkende Gedanken bemerkte,
mit einem Stock schlug, bis der Stock brach. Und Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu sagte, was er getan hat, war extrem. Und er sagte, dass der Islam nicht erlaube, Dinge auf solche Extremen zu treiben. Da die Sache aber ganz und gar auf ihn selbst bezogen ist, sagte er, wird Hazrat ihn nicht kritisieren. So sehen wir aus diesem Ereignis, dass es einen Weg gibt, sich selbst zu disziplinieren. Wenn immer die Gedanken abgelenkt sind, wiederholen wir den Teil, den wir rezitiert haben, und bis wir den Geschmack in den Gebeten verspüren. Und dadurch wird es selbst erkennen, sagte Hazrat Muslim radhiyallahu anhu, dass sie in ihrer Anbetung Gottes entschlossen sind. Es gibt noch einen weiteren großartigen und nützlichen Weg oder Technik. Und zwar heißt es über die Merkmale des Gläubigen im Heiligen Koran, warum anil lagwi muridun. Sie vermeiden alles, was eitel ist. Und Hazur sagte, diejenigen, die die Gewohnheit haben, unsinnige und eitle Gedanken zu hegen, werden auch während dem Gebet ähnliche Gedanken ausgesetzt. Deswegen ist es essentiell, seine Gedanken zu reinigen, damit man auch in dem Gebet diesen Genuss verspüren kann. Eine weitere Technik ist sehr nützlich und es bringt die Spiritualität auf ihren Höhepunkt. Der heilige Prophet Muhammad ﷺ sagte einmal oder wurde gefragt, was Ihsan ist. Und der heilige Prophet ﷺ antwortete darauf, bete zu Allah Ta'ala, als ob du ihn siehst. Und wenn du das nicht kannst, zumindest, dass er dich sieht. Und Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu sagte, dass wenn wir zum Gebet stehen, müssen wir uns vorstellen, dass wir in Gegenwart Gottes stehen und ihn sehen. Also nicht in seiner physischen Form, sondern in seiner Herrlichkeit und in seiner Größe. Dies erzeugt im Geist eine Angst vor der Größe und Macht Gottes. Und der Geist achtet darauf, zu diesem Zeitpunkt nicht Unpassendes zu tun. Und dann sagte er, wenn wir uns das nicht vorstellen können, dass wir Gott sehen, dass wir zumindest uns erklären können, dass Gott uns beobachtet. Jazakumullah fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Darasul Quran. Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran.